Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars vs. Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Thrawn's Revenge Mod. Und Biss hat sich jetzt in der letzten Folge dem Imperium angeschlossen. Die haben da ein paar Einheiten, die nervig sind. Wir schnappen uns jetzt aber auch hier... wohin kommen die? Immer noch Roche-Asteroiden? Das war in der letzten Folge. Seitdem habe ich das Spiel aber gespeichert und... Ah, Mann, ey. Wenn man das speichern und ausschalten dann wieder anmacht, manchmal vergisst die KI einfach, dass die Einheiten losgeschickt hat. In diesem Fall leider nicht. Oh mein Gott, ein Surrender-Class Star Destroyer und ein Vengeance. Dreadnought. Wir haben den Bellator, aber der Bellator ist der kleinste aller Supersternzerstörer, die wir hier haben können. Wir haben 213. 506 Roche-Asteroiden werden wir wohl verlieren. Da sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht mal ansatzweise eine Chance, das zu halten. Aber gut, dann gehen wir halt nicht diese Route. Ich hätte jetzt gedacht, da Richtung Metaloran vielleicht. Ich glaube, das war da, wo Sinch liegt, ne? Nope, wir ziehen uns zurück und bleiben da, wo wir eine Hypervelocity-Gun haben. Wenn mal das stimmen würde, dass mein Bellator so groß wäre wie die Vengeance, wie es hier die Minimap anzeigt. Ja. Ich meine, wir können versuchen, hier den Victory-Sternzerstörer zu besiegen, aber ich vermute, dass wir relativ schnell, relativ schnell im Einflussbereich dieser Vengeance sind und damit... Ich finde es auch interessant, dass Sinch eine Vengeance haben kann. Ich glaube, das hatten wir in unserem letzten Let's Play auch, weil ich da Captain Sisko mit der Vengeance spielen konnte, als die Pentastar-Koalition. Ja, wie viel Schilde? 60.000, wie viel haben wir hier? 39.000, das ist so unglaublich wenig. Aber ich meine, bisher scheint die Vengeance hier uns nicht anzugreifen. Also schon, aber nicht so sehr wie wir sie. Das ist gut zu wissen. Das Ding ist halt, dass die, glaube ich, sehr stark auf ihre Raketenwerfer setzt, die Vengeance. Komm, den Neutronenstellen-Bullkreuzer, den kriegen wir. Ich ziehe jetzt auch die anderen Einheiten gar nicht nach. Wir werden uns jetzt hier so lange schlagen, bis wir keine Schilde mehr haben und dann abhauen. Und in der Zeit hoffentlich den ein oder anderen Sternzerstörer vernichten. Okay, den vernichten wir wohl nicht mehr. Abhauen. Das ist es mir nicht wert. Wenn die KI schlau wäre, wird sie sofort nachsitzen und auf den nächsten Planeten kommen. Aber das wird sie hoffentlich nicht machen. Schauen wir mal. Aber hey, wir haben den Neutronenstern-Bullkreuzer. Ist ja fast genug, sozusagen, ne? Gut, lasst uns die mal hier rüberholen. Und hier bei Thanos haben wir immerhin die Hypervelocity-Gun. Müssen wir irgendwie hinkriegen. So, ich wollte jetzt Bodeneinheiten hier zusammenziehen. Nehmen wir die von Brand Tower 4. Wir haben 12 AT-ATs. Das heißt, wir machen jetzt mal was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Wir machen einen reinen AT-AT-Angriff. Und lasst uns hier weiterhin Sternzerstörer holen. Mit Sternzerstörern kriegen wir das irgendwann geregelt. Okay, und die sollten wir vielleicht auch nicht direkt hier haben. Vielleicht dann doch Richtung Tukuria, dass wir da ein bisschen sicherer sind. Ein bisschen sicherer sitzen. Die sind schon da, sehr schön. Oh, die haben schon ein neues Gebäude gebaut, aber die sind dumm, eine Tax Collecting Agency zu bauen, während eine gegnerische Flotte über denen sitzt. Hypervelocity Gun, Base Defenses, nichts. Nichts. Okay, ich hätte gerne 10 AT-ATs auf einmal. Die Map ist mies dafür. Die ist extrem mies dafür, aber gut. 1, 2, 3, 4. Das Schöne an den AT-ATs ist ja, dass die selber Infanterieeinheiten absetzen können. Dass sie gebären können, sozusagen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, wirklich. Ah, und wir können hier einen Bunker bauen. Gut, dann ist das sowieso alles egal. Ah, der muss jetzt die ablassen. Da muss der Druck weg. Komm. Einmal hier ein Antifahrzeugturm. Es kann sein, dass die Einheiten rüberschweben. Oder ein Antiflugturm. Eine Flugeinheit hatten die, ja? Und jetzt haben sie das hier schon eingenommen. Diese Map hasse ich inbrünstig. Antiflugturm. Hier ein Reparatur. Nein, jetzt warte doch nicht auf die. Da muss ein Reparaturturm hin. Und hier muss definitiv auch ein Reparaturturm hin. Schon. Bitte eine Repair Station. Jawohl. Perfekt. Überall Repair Stations hinholen, wo ich
wo ich es ansatzweise kann. Ich weiß, die haben auch zwei AT-ATs. Wie viele hatten die? Das ist auf jeden Fall bisher nicht wenig. Schauen wir mal. Da feuert der AT-AT auf die Einheiten da hinten und da kommen meine anderen AT-ATs an. Der vorderste AT-AT nimmt aber ganz schön Schaden. Ja, der kann mal versuchen, nach hinten zu gehen. Wahrscheinlich wird er das nicht schaffen, aber probieren muss man es halt trotzdem. Sonst haben wir ein Problem. Komm schon, Repair Station würde hier ja schon reichen. Aber wir haben noch zwei in petto, sollte das hier nicht funktionieren. Aber die anderen AT-ATs, Antifahrzeugturm, der könnte sehr gefährlich werden. Und da die XR-85 wird ebenfalls sehr gefährlich. Lasst uns hier die beiden Infanterieeinheiten mitnehmen und ihr müsst vorpreschen, bis auf du, wenn du hier hinten noch in irgendeiner Art und Weise rumkommst. Ne, das war die XR-85. Sehr, sehr schade. Kommt weiter hier. Du gehst auf die XR-85, die hat aber auch eine Reichweite, ne? Oh mein Gott, okay. Du gehst hier drauf und ihr beiden hier rüber. Einer von euch hier lang noch vielleicht. Vielleicht können wir da einen Reparaturturm hinholen. Wenn wir das wirklich schaffen könnten, da einen Reparaturturm hinzuholen. Meine Güte, hat die einen Schadensoutput, die XR-85 hier gegen. Nein, du weiter auf den AT-AT. Du auf den AT-AT. Das ist was Gegnerisches. Und jetzt müssen natürlich die Flugeinheiten kommen. Ach, ist das mies. Ist das mies. Okay, 10 AT-ATs auf einmal werden wir hier wohl nicht schaffen. Ah, Mann, ey. Warum vernichte das jetzt? Wenn die XR-85 erstmal abhaut. Das ist jetzt auch kein Beinbruch für mich. Sind hier AT-PTs unterwegs? Was soll denn der Mist? Nächsten AT-AT hier hin. Da hinten versuchen die das in irgendeiner Art und Weise rumzureißen. Dann kann man hier drauf gehen. Du folgst dem AT-AT hier lang. Das ist. Respektiere ich. Ihr beiden hier auf die XR-85. Ihr alle hier lang und eine Repair Station bitte hier mit hin. Aber der nächste AT-AT. Oh Mann. Ich hatte von 10 AT-ATs geträumt. Keine Chance. 10 AT-ATs auf einmal wird mir hier nicht gegönnt. Aber es ist auch wahrscheinlich eher eine dumme Idee. Mit anderen Einheiten wäre ich hier besser gefahren. Aber egal. Jetzt bin ich einmal dabei. Ich will 10 AT-ATs, dann probiere ich auch wenigstens halbwegs 10 AT-ATs zu kriegen. Aber der schafft es nicht mal ansatzweise, auf diese XR-85 zu gehen. Vernichtet ihn. Und du musst hier weiter dem AT-AT hinterher. Hoffentlich wenigstens so ein bisschen. Jawohl, ja! Immerhin ein paar AT-ATs hier. 8 Stück. Du läufst da weiter, bitte. Du kommst bitte hier lang. Flugeinheit könnte mal zerstört werden. Fände ich gar nicht schlecht. Und du läufst jetzt da zu XR-85. Oder, weißt du was? Wir können auch die Bombardierung mal eben auf die draufholen. Das ist so das allergrößte Problem, was wir gerade haben gegen unsere AT-ATs. Wenn das beseitigt ist, dürfte es uns schon besser gehen. Warum läufst du jetzt da wieder runter? Antiflug haben sie hier noch nicht so. Da ist Antiflug. Aber reicht es aus, um die XR-85 zu vernichten? Es reicht aus. Wunderschön. Was Schöneres habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da haben wir es. Da hinten kommt der andere AT-AT. Es sind Drillinge. Die sind alle auf einmal hier. Hier kommt mit. Den werden wir wohl auch verlieren. Damit habe ich nicht gerechnet. Dafür, dass ich so viele Reparaturtürme habe, bringen mir die alle nichts. Das hier ist wahrscheinlich der einzige AT-AT, der überleben wird. Geh du mal hier drauf. Ihr dürft mit hier lang kommen. Upsi, da habe ich rausgetappt. Das wollte ich nicht. Ich wollte Steuerung drücken, nicht den Windows-Key. Und dieser Antifahrzeugturm steht immer noch. Das ist schon traurig. Hier haben sie zum Glück keinen Antifahrzeugturm. Aber ich glaube... Ah ne, jetzt schaffen sie es. Ich wollte schon sagen, ich glaube, damit die da weiterkommen, muss ich erstmal mit dem AT-AT hier rüber, aber nein. Das haben sie jetzt geschafft. Da ist unsere Armee an AT-ATs, aber leider auch nicht die 10 AT-ATs, die ich mal haben wollte. Egal.
Nehmen die doch jetzt das IDT hier. Oh. Und ich wollte schon sagen, was wird denn da so repariert? Aber die haben ja noch den AT-AT. Das habe ich total vergessen, dass die den noch haben. Okay, der ist jetzt aber auch vernichtet, bevor der irgendwie in der Orbitalschlag kommen kann. Hier ist noch ein Antifahrzeugturm. Nein. Du bist gar nicht aufgebaut. Bau dich mal auf. Den Firehawk können wir da... Oh, haben wir den einen AT-AT, der so schwer verwundet war, verloren? Scheinbar. Aber damit haben wir gewonnen. Sehr schön. 6 AT-ATs von den 12 verloren, oh mein Gott. Hätten wir hier mit anderen Einheiten gespielt, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber ich wollte es ja mal ausprobieren. Da hatten wir doch jetzt gerade einen hingeschickt. Kann er das nicht aufdecken, was hier bei den Rogers so... Oh. Oh. Der ist vollkommen alleine bei Garrosh 4. 3 Sternzerstörer noch zu dieser Flotte. Ob das reicht, weiß ich nicht. Deswegen nehme ich die von Carida nochmal mit. Mit dem Belater und mehreren Torpedosphären könnten wir Sinch kriegen, wenn wir schnell genug sind. Und er da keine neue Flotte kriegt. Aber das ist so die... Ah, die hätte ich nicht nach Tana schicken sollen. Den lassen wir mal außen vor. Jetzt bauen sie hier eine Truppe auf. Wie viele sind es? Oh, wohin fliegen? Die fliegen hier Garrosh 4, greifen die Thanos an. Hä? Nee, ihr seid doch gemein. Eine 644er Flotte, was hat der Imperium denn noch vor? Ich wollte Sinch doch jetzt kriegen. Der ist jetzt wahrscheinlich bei Maridun. Das gibt's nicht. Sind die frech. Habe ich die jetzt dahin geschickt? Habe ich das gemacht? Ich bin gerade irgendwie verwirrt, warum ich jetzt bei den Roche-Asteroiden auftauche. Ach Mann, ich war so kurz davor, Sinch anzugreifen. Und ich hätte ihn besiegen können. Die haben den nur in die Flucht geschickt. Es wurde mir nicht angezeigt, irgendwie, dass Sinch getötet wurde. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Lass uns mal kurz gucken. 1, 2... Ah, wir können nur 2. Das ist aber schon... Das ist schon fies. Ah, komm, wir müssen näher ranzoomen. Aber wir haben schon fast keine Schilde mehr beim Belator. Dafür können wir halt 2 Torpedosphären einsetzen, ne? Muss man sich echt überleben, was man hier macht. Ja, wir sollten jetzt gleich wieder fliehen. Das war mal ein Test für diese Flotte. Das ist, glaube ich, eine Flotte, mit der man ganz gut den Supersternzerstörer vernichten kann. Gegen so eine gemischtere Flotte ist es, glaube ich, eher weniger was. Weil die Torpedosphären dann halt auch gegen so Sachen, die Raketen abwehren können, nicht so super funktionieren. Schauen wir mal. Hier müssen wir wahrscheinlich mit einer verstärkten Flotte mit Sander Delvados hin. Aber dass die jetzt so viele Einheiten haben... Vielleicht ist dann doch Yinkor, Merka und Oroko vielleicht erstmal gar nicht schlecht, dass wir die Macht des Imperiums verringern können. Lass uns mal kurz gucken. Klar, die haben Mon Calamari, die Dreadnought-Schiffswerft da. Tangreen Ferry Junction, Findar, Garrosh 4. Generis, Bimir, Zernpidal, Munilens. Ja gut, die haben Yagaminor jetzt auch. Das ist die einzige Dreadnought-Schiffswerft neben Mon Calamari, aber eine Capital Shipyard haben sie nicht mehr. Nur von da aus kommen die Schiffe halt auch nicht durch, wenn die sich nicht durchboxen. Das ist sehr interessant. Lasst uns vielleicht hier bei Coruscant nochmal ein paar holen. Und hier bei Biss hole ich mal ein paar. So, Merka würde ich gerne mal schauen. Mandara. Oh, Merka hat nichts. Okay. Lässt Obroskai natürlich frei offen, aber trotzdem, das muss ich ausnutzen. Das ist zu einfach. Sonst schnappt sich die Neue Republik das und
sorgt dann dafür, dass die da fester sitzen, einen festeren Halt haben. Keine Ahnung, ob die hier eine Ionkanone... Ach, können die gar nicht, ist das Imperium. Schlau. Ja komm, vernichte es jetzt hier. Geh nicht auf die kleinen Jägerchen, die können dir egal sein. Danke, dass ihr flieht. Macht das Ganze schneller. Aber mit dem ganzen Geld, was wir noch haben, würde ich fast sagen, sollten wir mal gucken, dass wir mehr Bodeneinheiten bauen. Mehr AT-ATs. Wir haben gesehen, wie gut das ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel abgestürzt ist. Nein, okay. Dass wir die ganzen Planeten wie Oberon Sky voll mit Einheiten machen können. Harpes hat hier noch Möglichkeiten, AT-ATs zu bauen. Die können wir hier nach Oberon Sky schicken. Die ganzen Einheiten hier rüber nach Merkur. Wenn wir dann Yinkor eingenommen haben, wäre Karida auch wieder sicher. Und die Flotte, klar wäre es schön, Zos Beacon hier zu haben sozusagen. Ups. Du guckst mal bei Yinkor rüber. Und hier müssen wir vielleicht ein bisschen mehr an Raumverteidigung bauen. Ja. Merkur dürfte jetzt auch nicht so schwierig sein. Nehmen wir den jetzt haben sie hier eine Hypervelocity Gun doch wirklich. Dann mit so wenigen Einheiten ist es problematisch, dass die vielleicht doch das Ganze weghauen könnten. Da habe ich dann ein bisschen Angst. Lasst uns mal die beiden... Ich weiß, die Flugeinheiten sind nicht die besten, aber die sind schön schnell. Noch ein AT-AT hierzu. Dass die nicht die andere Landezone kriegen, sondern wir. Und hier... Ach komm schon, lass mich das da jetzt bitte bauen. Ihr seid Steuerung 1. Hast du die Wandskrehöhle? Hast du noch nicht vernichtet? Bauen die schon irgendwas? Nein, bauen sie nicht. Ah, hier ist aber deren Energiegenerator. Interessant zu wissen. Ah, nehmt euch mal die hier vor. Nee, du sollst weitergehen. Warum greift ihr das dann auch an? Das verstehe ich nicht. Ihr sollt das hier gefälligst einnehmen. Oh, für so ein paar kleine Tiere da. Immerhin sind die wirklich relativ effektiv darin, die Infanterie abzuwehren hier. Na komm, geh mal auf den Moff-Palast. Wo ist die Infanterie jetzt? Ah, die braucht auch ein bisschen. Schauen wir mal, was passiert. Es scheinen ja... Die scheinen die komplette Infanterie vernichtet zu haben. Wisst ihr was? Warum läufst du in die andere Richtung? Du sollst da nicht langlaufen. Alter. Na gut, da kommen jetzt noch... Einheiten hin. Ihr könnt mal darauf laufen. Hätte ich den zweiten AT-AT mir nicht geholt. Die sind hier überraschend effektiv. Effektiver, als ich gedacht hätte. Ach, komm schon. Es kann doch jetzt nicht sein, dass die das jetzt hier einnehmen, weil der AT-AT jetzt, während er gebärt, nichts machen kann. Komm schon. Hier alle. 6 Stück, alle hier drauf. Die brauchen aber auch lange, ne? Geht doch. 2. Die Landeschiffe müssten hier alles vernichten, glaube ich. Ja, kommt, nehmt euch hier die Sturmtruppen vor. Aber die nächsten Flugeinheiten dürften auch schon kommen. Und... Ah, ich hätte gerne alle von euch. Alle seid Steuerung 1. Alle angreifen hier. Ihr jagt die hier langsam ins Gebüsch zurück. Da haben sie sogar einen Anti-Flugturm. Gut, dass ich da noch nicht lang geflogen bin. Dann machen wir alle hier einen Anflug auf die Hypervelocity Gun. Ey, wenn die von Weitem anfliegen, ist das gar nicht so schlecht. Aber wenn die da die ganze Zeit kreisen, dann lässt das zu wünschen übrig. Aber so kann man mit dem. Da. Nicht da in die Hypervelocity Gun. In die Hypervelocity Gun, genau. In den Flugturm fliegen. Aber jetzt sind sie sowieso weg. Merkur gehört uns. Sehr schön. Keine Verluste. So muss das. 1, 2. Und hier bei Oberon Sky. Bringt uns die Heavy Frigate Shipyard was? Weiß ich nicht.
Eine 600er Flotte, das ist so unschön bei Mandalore. Dann ist er wohl nach Mandalore geflohen. Andererseits hat man da natürlich Obra Sky frei. Aber... Oh! Aber hallo! Hallöchen! Track Sector Group, Reznor und Hagel werden wir dann kriegen für 5000. Oh, guck mal, hier ist es preisgünstiger. Bin ich mal gespannt, was das für Helden sind. Manches Mal kriegt man ja einen Supersternzerstörer hier für super billig Geld. Gut, ich meine, besser verteidigt als das können wir kaum sein. Die Golan noch hier hinholen. Man kann die neue Republik halt voll im Bilbringi kommen. Gott, Johnny, jetzt macht euch hier nicht größer, als ihr seid. War das der Typ von 181? Nee. Dragon Class Heavy Cruiser, gut. Das bringt denen nicht viel. Und wir haben hier die Möglichkeit, Palpatine zu vernichten. Leute. Das wird spannend. Ja, wir haben hier keine Chance, die vom Fliehen abzuhalten. Aber um ehrlich zu sein, würde es mich auch nicht stören, wenn die fliehen würden. So stark sind die Bodeneinheiten jetzt auch nicht, die da haben. Und dann habe ich halt direkt freie Fahrt auf Palpatine und kann in die nächste Ära aufsteigen. Wobei ich fast glaube, dass uns von der Eriado-Autorität das gar nicht mal so viel bringt. Ich glaube fast gar nichts. Ja, und da fliehen sie sehr schön. Such noch hier die Engines zu nehmen. Das schaffst du, glaube ich, noch. Sehr schön. Hier die Engines. Kriegst du das hin? Perfekt. Der Held. Beim Helden hätte ich vielleicht noch... Da hätte ich vielleicht noch eher drauf gehen sollen, aber... Was soll's. Da müssen wir jetzt schnell gucken, dass wir hier Einheiten von Carida kriegen und vielleicht die von Obra Sky. Warum denn nicht? Komm doch hier rüber. Und... Ja, im Prinzip auch die, ne? Jetzt wollen sie nach Obra Sky kommen. Okay, wenn die sich mit der Flotte anlegen wollen. Ist eine meiner stärksten. Gut, 537. Ja, Sinch. Da hast du wohl aber nicht richtig geguckt. Und es ist aus dieser... Ich glaube, das war ja fast eine 600er Flotte. Hat er jetzt 95 Punkte rausgenommen. Okay. Nehme ich. Ich stelle mich lieber einer 95er Flotte mit meiner 600er Flotte als einer anderen 600er Flotte. Aber wenn er das so meint, dass er das so braucht. Weh, du bewegst dich jetzt und bist aus dem Feuerbereich raus. Nein. Zwar bewegt, aber nicht aus dem Feuerbereich raus. Du greifst hier an. Du greifst hier an. Du greifst den an. Du greifst den an. Ich würde jetzt hier auch auf Pause machen und das Ganze langsamer und methodischer angehen, aber... Ja, ich glaube nicht, dass hier so großartig noch was passiert. Nimmt zwar Schaden, aber jetzt, sobald die anderen Schiffe mit dazukommen werden, wird das nicht mehr so viel ausmachen. Komm schon. Sehr schön. Wir haben hier auch ein paar Helden mit dazu. Gleich hat er keine Schilde mehr. Aber die beiden Bulkkreuzer sind jetzt weg. Der hat keine Schilde mehr. Das wird ein Gemetzel gegen Sinchs Kräfte sein, nicht gegen meine. Auf die Engines. Sehr schön. Alle hier auf die CA-90, die sowieso kein Leben hat. Gut. Obra Sky ist sicher. Und die Golan 1, die da gebaut wird, ebenfalls. Ich würde fast sagen... einmal kurz gucken. Okay, wir haben hier schon Bodeneinheiten. Das bedeutet, wir machen unseren ersten Angriff, weil ansonsten wird hier gleich ein Schiff weggesprengt. Jix. Da ist Papa Palpatine. Der wird wahrscheinlich einige meiner Einheiten vernichten. Deswegen sollten wir vielleicht gucken, dass wir versuchen, so viel wie möglich zu vernichten, ohne selber Schaden zu nehmen. Und dann nehme ich jetzt auch erstmal AT-ATs und versuche, die soweit es geht am Leben zu halten und dann zu fliehen, wenn es nötig ist. Die Map ist nicht die beste für meine Verhältnisse. Kommt ihr hier lang? Da haben sie leider auch schon... Da müssen wir schauen. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu reparieren. Rücken wir jetzt weiter vor oder nutzen wir es aus, dass wir reparieren können?
Lass uns das mal einnehmen. Hoffentlich ist es eine Sensorstation. Okay, wir können es nicht einnehmen. Die verlieren wir. Die AT-ATs hauen gut rein. Das wäre sowieso nur eine Raffinerie gewesen. Okay, kommt. Greift weiter an. Dass wir vielleicht die ein oder anderen Fahrzeuge hier vernichtet kriegen. Bombardierung ist möglich jetzt. Oh mein Gott. Nein, wir können nicht bombardieren. Okay, wir fliehen. Ja. Dann weiß ich jetzt, das mache ich nicht nochmal. Der hat die einfach mal bekehrt. Der hat die beiden AT-ATs bekehrt. Und dafür gesorgt, dass die für den kämpfen. Nein. Okay. Es ist Taiko. Ich dachte, es wäre Red. Oh mein Gott. Wäre das jetzt die Lusankia hier gewesen? Alter. Okay, da müssen wir dann also auch zurück. Auf Reserven. Der hat Gen-Class Fleet Tender. Nehmen wir die Flotte mal kurz zurück. Und dann gehen wir wieder nach Yinkor. Aber jetzt ist er auch wieder abgehauen. Haben die noch einen MC-30C. Wie sieht es hier aus? Immer noch die 500? Ja, 506. Oh mein Gott, wie kriege ich das mit Palpatine hin? Wahrscheinlich eine viel, viel größere Armee. Ich weiß es nicht. Die Map ist so behindert dafür. Wir können nicht bombardieren. Wir können aber auch also nicht mehr als 5 Einheiten gleichzeitig da haben. Der bewegt sich nicht, okay. Ah, wunderschön, okay. Ich denke, das war's. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und um Palpatine kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht um Singe auch mal schauen. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal.